Sobald wir diesen Ölkram haben, gucken wir, dass wir wieder forschen demnächst. Das wäre halt richtig geil. Und ganz ehrlich, bevor es nachher gar nicht geht, ne, werden wir die übrig gebliebenen Flüssigkeiten in irgendwelche Tanks schmeißen und die Tanks mit einer Granate wegschmeißen. Fast 2 Jahre lang konsequent durchgespielt, ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Scheiße so lange dauert. Moin Ripke, willkommen. Ja, das ist cool. Wenn man wirklich mal so ein krasses Projekt hat, also ob wir da 2 Jahre dann rumknabbern, weiß ich nicht, weil wahrscheinlich, also entweder schaffen wir hier was oder ich habe keine Lust mehr. Das ist die Frage. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Aber 2 Jahre ist halt schon richtig hardcore, ne? Achso, warte, wir wollten die T2-Anlagen bauen, genau. Und wir sollten auf jeden Fall noch Rohre einpacken. Und wir können vielleicht noch den einen oder anderen Tank mitnehmen. Ja, genau, die haben wir sogar schon erforscht, die habe ich auch schon ins Auge gefasst. Das Coole bei denen ist halt, die hauen halt random diverse andere Dinge raus. Wo hatten wir sie denn? War das hier? Ja, genau, die Gaswackeln, richtig. Das ist interessant, die verbrennen auch Wasser. Interessant. Ja, egal, soll mir recht sein. Weil ich habe eben schon gesehen hier, ne? Ich weiß nicht, wie sich das hier verhält, wenn da 482 Wasser rauskommen. Mal sehen, müssen wir nachher mal gucken gleich. Je nachdem halt, wie viel wir davon wiederverwenden können. Ja, ja, gucken wir dann. So, wir haben Dinge dabei. Wir haben auch noch Glas dabei. Ich denke, wir fahren schon mal wieder rüber. Bis ich den Kram jetzt gerafft habe, dauert das eh eine Weile. Wie viele Steine haben wir da oben noch liegen? 72.000 noch. Ja, Landfill ist eine teure Sache hier. Warte mal. Da geht noch was. Ja, zur Not müssen wir hier die Steine per Train nochmal anliefern, temporär. Nee, aber wie gesagt, wir fahren mal eben zur Ölverarbeitung. Also zur noch nicht vorhandenen Ölverarbeitung und gucken mal, ob wir da irgendwas Brauchbares hinstellen können. Da. Wenn wir irgendwann diese Schmelzmaschinerie nochmal umbauen, und das werden wir tun, werden wir höchstwahrscheinlich auch das Bahnhof-Layout nochmal ein bisschen ändern. Denn da gibt es durchaus bessere Möglichkeiten. Aber mir ist momentan erstmal wichtig, dass wir die Dinge in irgendeiner Art und Weise zum Laufen kriegen. Im Schwerpunkt halt die blauen Forschungskarten, damit wir da mal weitermachen können. Ich glaube, mit den blauen kriegen wir auch Robotik mit hin, oder? Ja, genau. Das wäre ja mal was, ne? Mal gucken. Gut. Ich denke, wir parken die einfach mal hier. Ist relativ egal. So, wir haben jetzt hier diese Möglichkeit. Und jetzt brauchen wir noch Dampf. Das heißt... der Anstoß. Gibt es irgendeine Modifikation, mit der man bestimmen kann, welche Anschlüsse wo sind? Ich meine, ist relativ egal hier, ne? Aber. Ach, die Rohre. Warte, die kommen doch irgendwann, oder? Hä? Ach, da unten, genau. Ja. Ist egal, wir müssen eh vorher noch die Dampfmaschinengeschichten machen oder zumindest schon mal vorbereiten. Eine Pumpe haben wir noch dabei und wir haben noch Waterfill dabei. Oh, nee. Das reicht. Ah, gibt es. Okay. Wäre mal eine Überlegung. Weil, keine Ahnung, das ist hier wieder das beste Beispiel. Ich meine, wir hätten jetzt auch Waterfill hier unten hinsetzen können.
Aber ja, ist Wayne. Fluid Control. Okay, schaue ich mir irgendwann mal an. Cool. Ja, müssen wir mal schauen. Genau, hier kommt dann Wasser raus und die anderen beiden Anschlüsse ist das gleiche, oder? Ja. So, ja, die Stromleitung kann er eben fertig machen, das ist okay. Genau. Nach dem Kerosin können wir die Chemiefabriken dran. Die das Zeug hier machen und das Zeug hier machen. Und das wollen wir haben. Das andere, kann man das in irgendein Kraftwerk... Ja, das könnte man bestimmt in irgendein Kraftwerk reinschmeißen. Oder eben in diese Fackel. Mal sehen. Also wir werden das Zeug auf jeden Fall los. Gut, dann brauchen wir eine Chemiefabrik. Da haben wir sie. Brauchen wir auch gar nicht so weit wegstellen. Wir machen das erstmal wirklich so auf die hässliche Variante, ne? Genau, das reicht doch, wenn wir hier einen Anschluss einfach verlängern. Und dann ist es okay. Genau, jetzt haben wir dieses andere Kerosin, haben wir hier unten. Und das säurehaltige Wasser haben wir da oben. Und da kriegen wir dann wieder Wasser raus. Genau, wir brauchen dann oder müssen dann bei der Dampfherstellung noch einen Tank hinbauen, der signalgesteuert ist. Damit das Wasser von hier immer bevorzugt verarbeitet wird. Ja, okay. Ach so, wir brauchen noch so einen Heizkessel. Warte mal. Da. Ja. Verdammt. Wir müssen halt hier noch irgendwas rankriegen zum Heizen. Ich meine, wir können da temporär erstmal die hier Kohle und Holz reinschmeißen. Total egal. Aber später sollten wir das schon so bauen, dass wir hier eine richtige Versorgung haben, ne? Oder wir bauen noch den anderen Ölstrang auf und stellen hier, keine Ahnung, Festbrennstoff her und packen das Zeug da rein. Das geht auch. Oder haben die Festbrennstoffrezepte auch geändert? Warte mal eben. Wo ist denn der Kram? Ach, ja. Nee. Das ist Standard. Treibstoffraffinerie. Ach, warte mal, die haben wir aber schon, oder? Ja, da ist sie. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit, dann wäre die Kiste hier unten nämlich selbstversorgend. Ich denke, das machen wir, ja. Aber wie gesagt, vorher erstmal verkabeln den ganzen Quatsch. Genau, Öl daran. Und Säft können wir schon mal anschließen. Dann machen wir hier und hier. Achso, für die Pumpe oben natürlich auch. Genau, und dann wäre interessant der Heizkessel. Ja, komm, der kriegt jetzt erstmal Holz. Ist egal. Oh. Nee, war richtig, oder? Das sieht so komisch aus da, aber wird schon schief gehen. Nee, funktioniert offensichtlich. Genau, hier müssen wir es noch anschließen, macht Sinn. Genau, hier haben wir jetzt schon ein Problem, weil da muss noch der Tank mit hin. Oh, warte mal, können wir die Kabel gerade bauen? Yes, können wir. Ach, wir hatten noch was, upsie. Genau, weil dieser Tank, der steuert im Endeffekt die Pumpe. Und diese Pumpe pumpt nur... Ja, der pumpt jetzt halt voll, ne, ist klar. Aber das ist egal. Wenn da weniger als 1000 drin sind. Und jetzt leiten wir das Wasser von hier wieder da hinten mit ran. Genau. Okay, also es wird auf jeden Fall alles an überschüssigem Wasser verbraucht. Und der Rest, der dann fehlt, wird mit der Pumpe aufgefüllt. Ja, okay, das ist schon mal gut. Ach so, ich wollte eher nach dem Dampf gucken gerade. Warte mal. Hier, da ist auf jeden Fall genügend am Start. Ja, okay. Machen wir hier Zwischentanks hin? Nee, für die eine Maschine lohnt sich das nicht. Das können wir später machen, wenn wir den Kram, ja, in großem Stil bauen.
Achso, Fluid Permutations, okay. Ja, wie gesagt, schaue ich mir irgendwann mal an. Warte mal, ich schreibe mir das mal eben auf. Das wäre interessant. Ja, wie gesagt, schaue ich mir später an. Vielen Dank für den Tipp. Ich weiß aber nicht, ob wir das wirklich dann machen. Ja, gucke ich mir erstmal in Ruhe an und dann entscheiden wir. So. Genau, jetzt haben wir hier die beiden Geschichten. Desulfurized Kerosin und das an... Ach so, ja. Und das Acid Water. Genau. Wir können ja mal so interessehalber einfach so eine Gasfackel bauen. Wobei, ich glaube, man kann das Zeug besser verheizen in irgendwelchen Dingen oder so. Keine Ahnung. Was brauchen wir dafür? Oh. Haben wir nicht? Dann bauen wir sie noch nicht. Gut. Das hat sich ja schnell erledigt. Hier, Burner Generator. Kriegen wir auch nicht hin, weil die Sachen alle dieses Aluminium-Kram-Zeug brauchen. Und dafür haben wir noch keine Herstellungsmöglichkeit. Okay. Wir machen das wie folgt. Wir bauen einen Tank. Diesen da. Und da leiten wir das Zeug erstmal rein. Achso, genau. Und dann brauchen wir noch die Chemiefabrik für die Schwefelsäure. Das war auch nur eine, oder? Ja, genau. Aha, nicht diese Schwefelsäure, sondern diese hier. Ah, tu. Hier kommt ja nochmal Wasser-Output. Richtig. Das habe ich schon wieder fast verdrängt gehabt. Ohne Pumpe. Ja, wird immer noch alles verbraucht. Okay, gut. Wäre auch witzig, wenn man aus irgendeiner Maschine mehr rausbekommt, als man reintut. Aber kann ja sein, wer weiß. So, wo ist der Tank? Da ist er. Wir nehmen den Alter. Oh, Alter. Die sind schon geil, diese Dinger, ne? Krass. Gut, ich sag mal so, jetzt mal abgesehen von Dampf und irgendwelchen Dingen, die man noch übrig hat, das ist nicht unbedingt komplexer als diese Vanilla-Variante, nur halt super ungewohnt. So, warte mal, da kriegen wir jetzt 300 raus. Mhm. Wir brauchen genau 300. Ja, passt, glaube ich, okay. Mhm. Die nächste Sache oder das nächste Problem wäre dann irgendwann mal zu gucken, wie wir das Zeug dann darüber bekommen in die Anlage, wo wir Dinge tun wollen. Das wäre die nächste Sache. Ja. Das schauen wir dann. Wichtig ist erstmal den Kram herzustellen. Genau. Zum Thema Herstellen. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich erst gucken wollte. Ne? Schwefelsäure haben wir jetzt erstmal abgehakt. Weiter geht das mit den roten Schaltkreisen. Die brauchen Kunststoff und dieses Keramikzeug. Warum taucht denn... Ach so, warte mal, die brauchen den Kunststoff für die Teile, oder? Oh Gott. Ja, genau. Ich glaube, diese Rezepte können wir noch nicht mal... Wie viele Möglichkeiten es dafür gibt. Lecco mio, wir brauchen das hier. Das ist echt hart teilweise, ne? Krass, so, die Maschine nehmen wir nicht, wir nehmen diese hier. Genau, Glas stellen wir schon her, wobei wir müssten dafür noch eine Glasmaschine bauen oder eine Schmelze, die auch in unserem Train-Network steht, weil die andere Schmelze da unten, ja, das ist eher so eine vorläufige Geschichte für den Handvorrat. Mhm, ja. Aber da wir gerade hier rumstehen, würde ich gerne die Sache mit dem Kunststoff mal in Angriff nehmen. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten wieder. Ja, okay, wir machen diese hier. Und jetzt brauchen wir nämlich den anderen Vorgang wieder. Den, ja, Vanilla-Vorgang, sagen wir das so.
Warte mal. Wir lassen das hier trotzdem stehen. Ist ganz nett, ne? Aber ne, wir brauchen so oder so den anderen Vorgang nochmal für die Dings, für die Kunststoffgeschichte. Das machen wir dann hier unten von dem anderen Tank aus. Oder warte mal. Ja, genau. Oh, dann muss hier irgendwie Kohle hin. Aber das kriegen wir auch hin. Ich glaube, also wir bauen jetzt erstmal den ganzen Krempel irgendwie so auf, dass es einigermaßen was herstellt. Und dann gucken wir mal, dass wir hier das Material reinbekommen. Höchstwahrscheinlich werden wir hier unten dann erstmal Landfill hinschmeißen und Co. Wobei das hier tatsächlich schwierig ist, weil die Ölgeschichte genau den mittleren Block quasi blockiert. Aber dann bauen wir die Bahnhöfe zur Not woanders hin. Ist ja auch egal. Aber eigentlich müssen wir hier ja nur Kohle anliefern. Genau, und dann hat sich nämlich auch automatisch das Problem mit dem Heizkessel hier erledigt. Ja, cool, kriegen wir irgendwie hin. Gut, aber wie gesagt, wir bauen die ganze Geschichte erstmal auf. Wir haben ja noch eine Ölraffinerie mit dabei. Genau, dann gehen wir hier ein Stück nach unten. Einfach, weil wir was können. Und machen dann hier, genau, diese Standardverarbeitung. Das ist netterweise die einfache Geschichte. Wir könnten auch theoretisch das Wasser von hier mitnehmen. Genau, und Öl snacken wir von hier. Genau, und der Rest, ja, basiert ja eigentlich nur auf Kohle. Fertig. Gut, das heißt, wir brauchen da mal eine Portion Landfill für diesen Part hier. Aber wir kriegen hier alles hin. Kohlebahnhof, Kunststoffbahnhof. Und dann ist halt die Frage, ich denke Schwefelsäure, dann nehmen wir die Fassvariante. Um das zu transportieren, weil ich würde gerne die blauen Forschungskarten, die würde ich noch hier unten herstellen, weil hier ja auch die anderen drei liegen. Ja, dann brauchen wir nämlich nicht alles umbauen. Das wäre dann der Schritt, der danach kommt. Dass wir einen hier Sechser-Quadranten dazu auserkoren, keine Ahnung, diesen hier oder so. Ja, dass der für die Forschungskarten zuständig ist. Aber das machen wir noch nicht. Wir werden gucken, dass wir die blauen hier unten noch integrieren. Was brauchen wir nicht noch für die? Warte mal. Ach so, halt. Wir haben das doch schon ausgekaspert hier. Ja, genau, wir haben ja auch Glas in der alten Basis, in dem Startergedöns. Richtig. Wäre ein Problem gelöst. Und wir haben auch die Dinger schon da. Da müssten wir eventuell die Produktion erhöhen. Ach ja. Das hier war noch die andere Sache. Richtig. Das müssen wir gleich machen. Aber ich denke, wir machen erstmal Bahnhofgeschichten, oder? Oder testen wir das erst? Nee, wir testen das erst. Genau, das war nämlich diese Geschichte hier. Das Pure Iron und Pure Copper, das wird uns nerven. Das weiß ich jetzt schon. Ja, wir brauchen an sich ja nur einen Purifier. Warte, haben wir nicht noch einen gehabt? Genau den nicht. Oh. Reicht da einer überhaupt? Ja, einer reicht. Aber wir kriegen da, also, das sollten wir nicht vernachlässigen, sowas. Da müssen wir noch Steine ranholen. Ja, so langsam wird's ja nervig. Ja, mal gucken. So, also, Purifier. Wir schmeißen die Kiste erstmal hier mit dazu. Stellen da das Zeug her und ja, der Anschluss passt mir da schon, genau. Machen wir so. Der möchte auch noch Wasser haben. Netterweise passt das auch ganz gut.
Und Steine. Haben wir gerade Steine da? Ja. Und wir brauchen jetzt noch einen Purifier, um das Wasser wieder zu verbrauchen. Das Coole ist, das Schmutzwasser in den Purifier und vom Purifier gehen wir an diesen Tank wieder mit ran. Und dann haben wir diesen geschlossenen Kreis. Ich brauche noch einen Purifier. Denn glücklicherweise brauchen wir von diesen Maschinen relativ wenige. Ah. Gleich im Nachbarsee. Naja, super. Ne, bei den Mengen, die wir momentan verbrauchen, ist es halt echt noch einigermaßen okay, glaube ich. So, du machst Wasser. Yep. Okay. Ach so, der macht nicht weiter, weil, ne? Okay. Ja, passt schon. Ja, wir liefern nachher Kohle an, dann geht das hier automatisch. Aber momentan halt noch nicht. Ja, genau. Der Laden hier ist vollgelaufen. Wir könnten... Ich finde mich immer null zurecht, das ist echt heftig. Hä, wo ist denn das? Oder brauchen wir da vorher die erweiterte Flüssigkeitsbehandlung? Kann das sein? Na, Fässer können wir ja schon herstellen. Warte mal. Ne, wir müssen das vorher noch erforschen, weil das... Ah, ne, 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 nee. Siehst du. Da haben wir es doch. Hier finden wir jetzt Schwefel. Also Schwefelsäure meine ich. Gibt's... Ach so, warte. Machen wir es so, oder? Ach so, stimmt, die hat eine andere Farbe. True. Naja gut, dann hätten wir das ja geklärt. Genau. Und wie gesagt, das Ding befüllen wir dann einfach so. Und diese Fässer müssen wir dann leider transportieren. Also was heißt leider? Das ist momentan die einfachere Variante einfach. Dann sind das auch nicht nur 5 Fässer, ne? Nur mal so nebenbei, na klar. Okay. Ich würde vorschlagen, wir holen mal eben eine Portion Landfill und dann gucken wir mal, dass wir ja die Bahnhöfe unten fertig bauen, genau. So, dann liefern wir mal die ersten Dinge an, würde ich sagen, wie zum Beispiel Kohle. Können doch bestimmt. Ach ne, komm, wir fahren unten längs, ist egal. Moin Herbie. Jupp, werden. Ja. Da sind jetzt gerade 5 Stück drin, weil ich es eben testen wollte. Aber ja, da kommen noch welche mit dazu. Ach so, das waren die kaputten Schienen von dem Meteoriteneinschlag, ne? Und hier unten auch? Ja, da unten auch. Eben gucken, dass wir nicht im Weg stehen. So.
Genau, Gleise haben wir da, wir haben Haltestellen da, wir haben, ja, Signale könnten wir ein paar mehr gebrauchen. Vor allem könnte ich bald mal einen neuen Kaffee gebrauchen, aber wir machen nochmal eben was fertig gleich. Immer auf die Stromleitung. Ja, wie gesagt, ich denke, das ist so eine Sache, die wird halt einfacher, sobald wir unser Botnetz haben. Ja. Wir können aber auch noch ein paar Gleise mehr mitnehmen, die gehen immer relativ schnell flöten hier. Das können wir noch nebenbei bauen. Stahlkisten sowieso. Und vor allem Landfill. Können wir da mal kurz einen Waggon mit hinten dranhängen? Ich habe keinen da, verdammt. Ja, also gleich bestimmt. Ich glaube, warte mal, wir schmeißen noch mal eben so ein paar andere Sachen in die Warteschlange hier rein. Ach nee. Ich glaube, ich pausiere lieber, wenn ich Kaffee holen gehe. Ja, ist egal, so viel Zeit muss sein. Und wir haben hier oben ja eh noch genügend Landfill rumfliegen, ne? Ja. Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Also wir brauchen ja nicht alles. Es geht mir nur darum, dass wir ja diesen Bereich hier voll machen. Eigentlich dieses Eck hier. Ja, jep. Das ist wichtig. Ja, weil da ja unser Train-Hub quasi hinkommt. Naja gut, genau, die Kohle, Kohle sag ich schon. Das Öl ist ungefähr auf der Hälfte von dem Block darüber. Das heißt, so wie das hier aussieht, ja, würde ich sagen, wir bekommen hier 1, 2, 3, 4 Bahnhöfe hin. Ja, Kohle, Stein. Die müssen raus. Und Kunststoff muss raus. Habe ich irgendwas vergessen? Also jetzt mal abgesehen von den Nebenprodukten, die hier noch mit rauskommen. Und zur Not bauen wir da irgendwo noch so einen Querbahnhof hin. Also gerade hier dieser mit den Fässern, ne? Das reicht auch, wenn das ein 1-1-Train ist. Jupp. Ja, ich denke, das ist okay. Gut, ich würde sagen, wir machen eben einen kurzen Break, weil mein Kaffee ist leer. Das ist immer schlecht bei sowas. Und ja, dann sehen wir uns so in 5 bis 7 Minuten wieder. In dem Sinne, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück. Weiter geht's. Ja, genau. Wir wollten ein paar Teile herstellen. Waggon kommt gleich, weil wir müssten, glaube ich, mit unserem Train mal ein bisschen Landfill mitnehmen. Das wäre vielleicht nicht schlecht, weil Inventar, ja, reicht irgendwie nicht mehr so. Aber das ist ja generell in jedem Spiel das Gleiche hier, ne? Naja. So, der erste ist fertig. Jo, und dann werden wir so langsam mal so einen kleinen Train-Hub für unsere Ölverarbeitung vorbereiten. Ja, reicht glaube ich erstmal, oder? Ach komm, wir machen voll. Ist egal. Hm, okay. Kommt da was? Nee, ich glaube nicht. Was haben wir hier eigentlich noch an Sprit drin? Ja, reicht noch erstmal. Zur Not können wir ja spontan noch ein bisschen Holz einsammeln. Au, war klar. Hm. Hä, wo will er denn längs? Hä? Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Gut, dann fahren wir noch mal eine Ehrenrunde. Wundert mich gerade, dass er den Kram ach, weil er seine 5 Sekunden nicht an dem Punkt stand. Ja, ist ja gut. Ich habe mich schon gewundert, warum der hier runtergefahren ist. Naja. So, Landfill, genau. Da bräuchten wir vielleicht ein etwas größeres Quadrat für.
So, was haben wir denn? Ja, so viel fehlt da eigentlich gar nicht mehr, weil im Grunde reicht es, wenn wir diesen Streifen hier voll machen. Oh, warte mal. Ach nee, passt. Die Pumpe war ja da hinten, genau. Nee, dann haut das, glaube ich, ganz gut hin. Und wir können tatsächlich die City-Blöcke hier fertig bauen. Also zum Teil zumindest. Wobei das ja nicht so wichtig ist, aber ist ja egal. Wir haben gerade eh keine Stromleitung dabei, ne? Passt schon. So, das restliche Landfill-Zeug, das packen wir erstmal zurück. Und dann würde ich sagen, dass wir als allererstes erstmal die Betankungsanlage wieder mitnehmen. Am besten mit Signale. Genau. So, der kommt nämlich genau da rein. Und theoretisch sollte sich der Train auch gleich hierher bewegen. Der ist sogar dann quasi fast auf dem Weg. Nachdem er hier seine, genau, Zeit abgesessen hat. Genau, aber wie gesagt, der ist schon blau markiert, also wird auf jeden Fall angefahren. Daher läuft das schon mal. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall schon mal Zugtreibstoff. Das ist immer gut, wenn die Sachen so funktionieren. Achso, warte mal, wir müssten vielleicht den Part hier zwischen, den müssen wir voll machen. Denn da kommen gleich die ersten Abzweigungen mit hin. Des Weiteren müssen wir hier mal schnell aufräumen, weil den Platz brauchen wir jetzt. Na komm, machen wir hier gleich mit. Ja, die Anzahl der Fließbänder ist fragwürdig. Ich denke, wir machen das erstmal von hier aus, genau. Oh. Ja komm, nehmen wir hier auch die Stromleitung mit, dann wissen wir, wo wir es hinsetzen müssen. Immer ein super Indikator. Genau, Schienen sind drinne. Und das wäre dann dieser Kollege hier. Genau. Bahnhof löschen wir direkt raus, weil den wollen wir nicht verhunzen hier. Den setzen wir da gleich manuell wieder rein, genau. Gut, angeschlossen ist er sogar schon. Sehr cool. Warte, das hier brauchen wir nicht, weil wir keinen Bahnhof erstmal nach links bauen. Also noch keine Meteoritenverteidigung quasi. Was ist denn das? Achso, das war ein Baum, lol. Das sah gerade irgendwie merkwürdig aus, aber okay. So, und dann Bahnhof, wieder rein. Wow. Oh. Naja, immerhin einer. Und der wäre jetzt eigentlich prädestiniert dafür, die Kohle anzuliefern. Wir brauchen die Kohle einmal hier, beim Heizkessel und dann später bei der Kunststoffverarbeitung. Ja, komm, dann machen wir hier doch Kohle draus. Genau, das ist ein Kohle-Input. Passt. Da machen wir voll oder warten 30 Sekunden, je nachdem. Und dann packst du das da bitte wieder rein und machst leer. Genau, Brennstoff lassen wir nochmal eben auffüllen, aber ja, sollte ja so an sich auch reichen, ne? Aber ist egal. Wie viel Kohle brauchen wir denn insgesamt? Ja, 7,5. Wir machen da trotzdem zwei Förderbänder von. Einmal für den Heizkessel und einmal für die Kunststoffverarbeitung. Dann können wir es später sogar noch erweitern bei Bedarf, ne? Ach, stimmt. Der Heizkessel ist ja gar nicht mehr drin, aber der frisst kaum irgendwas. Das ist okay. Ne, machen wir so. Ach, da kommt der nächste Schwung gerade, ja. Wie viel Kohle haben wir oben eigentlich noch drin? Das war nicht so viel, ne? Ne, 48.000 nur noch. Da brauchen wir bald mal einen Ersatz.
Wir haben hier nicht so viel Kohle. Hier ist eine Mille. Oder, ach nee, wir wollten, irgendwas wollten wir doch machen. Stimmt, das hier, genau. Die 2 Millionen wollten wir nehmen. Kümmern wir uns später drum. So, aber der ist jetzt voll, oder? Ja, yep, dann have fun. Wahrscheinlich gerade besetzt, ne? Wir haben nämlich nur einen Bahnhof. Ja, yep, der ist gerade in... Nee, ist er nicht. Aber der wird gerade angefahren, weil das blau. Ja, also wir brauchen da noch den einen oder anderen Bahnhof dann mehr später. Aber das kommt alles so nach und nach. Gut, also. Kohle hätten wir damit. Achso, ich wollte oben nochmal eben was schauen. Genau, weil wir haben ja hier ein paar verschiedene Output-Geschichten. Schmutzwasser ist uns relativ egal. Stimmt, Steine müssen da noch rein. Genau, dann würde ich den zweiten Bahnhof, den machen wir dann gleich zum Steinbahnhof. Ja. Ja, komm, machen wir. Ich glaube, wir kopieren dann doch einen doppelten hier. Ich meine, die 4 Outputs, die haben wir ja sowieso hier oben. Ja. Dann machen wir das mal eben so. Ohne den Bahnhof. Hä, warte mal. Ach, warte, ich habe Dinge vergessen. Moment. Genau, das schon eher. Nee, irgendwas haut nicht hin, weil normalerweise sollten die Stromleitungen nicht im Weg sein. Hä? Warte mal, warum sind da jetzt die Stromleitungen im Weg? Wait. Die sind doch hier nicht im Weg. Nee. Wir machen das mal einzeln. Komm, wir nehmen das hier mit. Schmeißen das hier hin. Wir haben eh nicht für alles das Material dabei. Ist also relativ Wayne. Genau. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Abstand drin. Richtig. Bin mal gespannt, weil drüben hat das doch gepasst, ne? Ach halt, der Bahnhof fehlt und Signal fehlt auch. Ja, genau, dann war ich wahrscheinlich irgendwie wieder einen Block verschoben, aber nee, so ist es richtig und so war das doch geplant. Oh, knapp. Hä, welcher Train war? Ach so, hä, weil ich im Weg stehe, deswegen. Ah. Ich habe gerade so gesehen, wie dieses Signal umgesprungen ist, dachte so, hä, da sollte noch kein Zug fahren eigentlich. Aber naja. Genau, die ganzen Restarbeiten hier, ne, die machen wir später. Hauptsache, das Zeug steht erstmal so, genau. Und den hier können wir schon mal umkonfigurieren. Wie gesagt, da kommt halt Stein rein. Genau, Stein-Input ist das. Wir haben jetzt aber auch keine Dings mehr, ne? Nee. Ja, wir müssen eh Material holen, aber wir könnten... Nee, das wäre zu blöd. Könnten uns auch mal so ein Train-Blueprint machen. Vielleicht. Ja. Egal. Wir holen jetzt erstmal noch Material nach. Genau. Und diese Outputs hier, die sortieren wir gleich durch, dass wir hier von der Kohle 2 Lanes haben. Und beim Stein müssen wir mal gucken. Da brauchen wir eigentlich nur eine. Na gut. Wir holen Material. Ich will hier gleich mal eben so ein Rondell hinbauen. Dann können wir da jedes Mal reinfahren, den Kram holen und wieder rausfahren, ohne dass wir irgendwo im Weg stehen. Ich glaube, das ist angenehmer.
Und wir können dann auch hier später die Fassanlieferung für die Schwefelsäure bauen. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ich will aber nicht nach links bauen. Ne, wir gehen hier rum. Weil sonst blockieren wir die ganzen Maschinen, die da noch kommen. Ne, machen wir so. Genau. Yep. Okay. Was brauchen wir? Teile auf jeden Fall. Wir brauchen die Loader. Wir brauchen... Ja, Tunnel haben wir noch genügend, aber die Greifarme nehmen wir mit. Schließbänder haben wir noch, aber da können wir noch ein paar von bauen, weil davon brauchen wir jetzt relativ viele. So ein Tausender ist okay erstmal. Genau, und die gelben wandeln wir um. Bevor wir das tun, hätte ich gesagt, holen wir nochmal Schaltkreise gleich. Genau, des Weiteren brauchen wir Eisen. Denn wir wollten doch eine Lokomotive bauen, glaube ich. Achso, Stahl fehlt auch noch. Wir könnten das natürlich auch hier mitmachen. Machen wir das? Das spart diesen räudigen Fassarbeitsschritt, ne? Yep. Weil dann müssen wir die Fässer nicht immer hin und her schieben. Ne, wir machen das mit einem Tankwaggon. Habe ich eben gar nicht dran gedacht, dass wir sowas haben. Ach, Wahnsinn. Was brauchen wir denn noch? Achso, genau, die Loader wollten wir bauen. Stahlkisten brauchen wir auch ohne Ende. Sobald wir diese Ölgeschichte haben und die blauen Pakete herstellen, ne, dann fangen wir so langsam an, so einen richtigen Hub vorzubereiten. Dann brauchen wir nicht immer so viel Handcraften. Na toll. Naja. Irgendwas ist ja immer. Wie sieht denn der Füllstand hier aus? Was ist denn mit der Moment mal. Haben wir so viel gebaut, dass wir... Warte. Nee, warte mal. Irgendwas... Stimmt nicht. Da hatten wir doch vorhin 90 rausbekommen. Sind die Greifarme zu langsam? Nee, die haben genug Kohle drin. Genug Wasser ist auch da. Oder berechnet der falsch? Nee, geht genau auf 0. Achso, warte, geh nochmal pro Sekunde. Genau, 1200 ist genau das eine Rohr. Warte mal, was ist hier Phase? Wir hatten doch erst... Irgendwas ist da faul. Der hat doch erst 90 gemacht. Hä? Ich weiß im Vanilla-Factorio, dass man pro Heizkessel halt 2 verwendet. Aber hier ist es mehr, rechnerisch gesehen. Aber offensichtlich haut er irgendwas nicht hin. Die Frage ist, was? Achso, ja, das ist das interne Stromnetz von den Windenergieturbinen hier. Windturbinen, genau. Aber das, was hier rausgeht, sollte normalerweise 90 Megawatt sein. Seit wann ist denn das so? Oh, seit einer Stunde schon. Hm.